Auch gut. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Okay, interessant. Havelock, oder wie der Typ heißt. Ach stimmt, wir haben ja Nachtsicht hier so. Mach ich wieder aus, die brauche ich nicht. Wie kann ich die Nachtsicht wieder ausmachen? Ah, jetzt so. Hey, ich hatte das vorhin doch schon drin, oder hatte ich irgendeinen Fehler gemacht, oder? Keine Ahnung. Wo ist er? Ich will was kaufen bei ihm. Ach, hier oben. Hier bist du. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Mache ich. Vielleicht hat er wieder neue Sachen oder sowas. Nee? Lol, man kann Runen kaufen? Geil, Alter. Dann, was ist das? Kabelwerkzeug. Erlaubt es hier, Schallkreise zu ver... Ah, das haben wir schon gelesen. Dann Verbesserungen. Armbrustpräzision, Armbrustreichweite, Armbrustnachlader. Kann ich irgendwie nochmal, dass ich mehr von etwas haben kann? Also mehr Patronen und sowas. Schnelleres Nachladen erhöht, ermöglicht automatisches Nachladen. Die einschläfernde Wirkung setzt selbst. Okay. Macht das Schwert effektiver, wenn es andere Klingen blockt und wenn es einen Gegner zurückdrängt. Oh, okay. Ich glaube, das nehme ich, ja. Das lohnt sich, denke ich mal. Und dann, was haben wir sonst noch? Kugelkapazität. Ja, aber ich weiß nicht, wie kann ich die Kugeln einsetzen eigentlich? Erhöht maximale Anzahl mit Kugeln um 10, insgesamt 20. Schaltet frei, Kugelkapazität 2. Aber ich nehme lieber hier Bolzenkapazität noch, ne? Macht mehr Sinn. Oder aber kurz... kaufen, so. Dann Bolzenkapazität 2 könnte ich eigentlich auch gleich kaufen. Kaufen. Okay. Jetzt habe ich eigentlich eine ziemlich gute Bolzenkapazität. Granatenkapazität 4 brauche ich nicht, nee. Okay, gekauft ist, dann kaufe ich mir noch ein paar Armbrustbolzen. Für das restliche Geld, was ich noch habe. Dann bis zu 30 hoch. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich 22 davon, habe zwar keine Kohle mehr, aber das ist eigentlich ganz gut. Weil, ich muss ehrlich sagen, klar, wir können Runen und sowas kaufen, um Fähigkeiten zu erwerben. Aber momentan Fähigkeiten, ich meine, die Fähigkeiten, die ich wirklich brauche, also dringend, die habe ich ja jetzt eigentlich. Mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir unseren nächsten Auftrag direkt, so schnell es geht. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Ja, gute Idee. Ich benötige mehr Zeit, Samuel, ich bin gleich zurück. Nee, ich komme an Bord, wenn Sie soweit sind. Bin immer soweit. Ich
Schließlich wollen wir hier vorwärts machen bei dem Spiel, damit wir so bis circa Part 30 oder so fertig sind. Und direkt mit einem neuen Spiel anfangen können. Weil ich gedenke, nächste Woche irgendwann in World of Games zu gehen. Mal gucken, vielleicht hat es da ein paar coole Games. Vielleicht so Crysis 3 oder keine Ahnung. Ich muss noch gucken, was die da so haben. Sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Okay. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Diesmal versuche ich mehr so ein bisschen auf Attentäter-Niveau zu sein. Also richtig Assassinentechnik halt. Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Wachen. Ja, hab's kapiert. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was da? Das, so dass ich nicht unbedingt viele leicht zurücklasse. Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut verstanden. Muss mich nicht anschreien. Zu Tode prügeln. Sag mir doch nochmal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street. Okay, das lief eigentlich ganz gerissen. Neue Wacht mit dir. Komm ich hier unten irgendwie durch oder so? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Verkehr erlaubt. Okay. Achtung an alle Bürger. Ich glaube, hier kann ich durchschwimmen, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier gut schwimmen kann. Wegen den Lichtern halt. Das ist halt das ganze Problem. Ah, die scheiß Piranhas. Alter, lol. Die killen mich ja noch. Kehren um. Alter, das hat mir jetzt aber heftig Damage gemacht. Teiltränke oder sowas habe ich gerade auch nicht. Leute, ich bin hier eingepackt. Weiß. Hey, Alter, ich pack hier rum. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Als. Lol, ich bin plötzlich mega. Ich komme hier einfach gar nicht durch. Warum komme ich hier nicht weiter? Jetzt bin ich dann bis hier geschwommen. Hat mir das jetzt einmal unnötig Leben gekostet, oder wie? Ja, komm. Fick die scheiß Piranha. Ach man, haben die Piranhas keine anderen Hobbys, als Leute hier zu vergewaltigen. Ach komm. Also, der gute Corvo, welcher schon Emily gerettet hat, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und den Oberaufseher gekillt hat, wurde jetzt soeben von einem Piranha gekillt. Interessant. Alter, was ist das? Macht mega viel Sinn. Ich nehme jetzt aber trotzdem diese Abkürzung hier. So. Mal gucken, wie komme ich hier durch, ohne jemanden zu killen? Das könnte schwerer werden als erwartet. Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Ich muss hier irgendwo sein. Augen offen! Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt! Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin gekämpft. Ah, das ist jetzt die Verbesserung, die ich hier habe, ne? Die ich mir gekauft habe. Ich will ja nichts sagen, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich so viel Geld genommen, ausgegeben habe letztes Mal. Boah, das ist ja mega geil jetzt, die neuen Sachen, die ich jetzt hier habe. Ich glaube, jetzt bin ich einiges stärker geworden. Pisst euch hier, Ratten. Da haben wir Spulen, das bringt nochmal ein bisschen Geld.
Das ist eigentlich ganz gut. Aber eigentlich wollte ich ja nicht so viele töten. Nur hier wird's schwer. Also hier waren nämlich gerade zu viele auf einem Haufen. Betäubungsbolzen wären nice für sowas. Aber davon habe ich jetzt natürlich sehr wenige. Habe ich da auch eigentlich ein größeres Arsenal gekriegt, dadurch, dass ich das hier geupgradet habe? Die weißen Ratten machen mir ja eh nichts. Ne? Was ist das? Ich muss da nach hinten. Ach, das lohnt sich nicht, den jetzt von hier aus zu killen. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich auch an dem irgendwie sonst vorbei. Hier auf jeden Fall noch sowas. Ein Schlüssel. Das kann sehr hilfreich werden. Ja. Haben wir hier noch was zu essen gehabt. Also auch geil. Mal gucken, was weiter oben noch so ist. Vielleicht ist hier noch was Geiles versteckt. Ich dachte schon, das sind so Healpot-Dings-Gedönse. Okay. Also ich sehe gerade echt nicht. Ah doch, hier ist noch was. Ah lol, ich glaube, ich verstehe das Rätsel sogar jetzt. Und jetzt kann ich hier irgendwie was machen, oder wie? Irgendwie kann ich das doch noch runterlassen oder so. Irgendwie was muss ich hier auf jeden Fall machen. Irgendetwas. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Wir können aber auch ein düsteres Ende versuchen zu erlangen, ne? Das Ende muss ja nicht unbedingt hell sein, was weiß ich. Es wird ja aber cool an Spielen, dass sie verschiedene Enden haben. Also solche Spiele mag ich irgendwie. Aber gut. Okay, aber was muss ich jetzt machen? Ist halt immer die Frage. Da komme ich auch nicht rüber. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen kann, ist diese hier. Das Ganze zum Explodieren bringen. Aber was mir das an sich so bringt, ist halt auch fragwürdig. Nee, das bringt nichts. Ich habe jetzt einfach 3 Bolzen verschwendet. Ah, okay. Das kann funktionieren. Und dann komme ich, glaube ich, noch eines weiter hoch. Wozu das dann bringen, oder wozu es das bringt, weiß ich noch nicht so genau. So. Komme ich irgendwie hoch, oder? Lol, ich bin jetzt auch runtergegangen. Einfach ohne Schaden zu nehmen. Ich weiß nicht, wozu. Was soll mir das Ganze jetzt bringen eigentlich? Wenn ich da hoch kann. Irgendwas muss mir das ja bringen. Ich glaube, ich verstehe das Rätsel nicht so genau. Lol. Oh Gott, hier haben wir nochmal Bolzen. Kann ich die einsammeln eigentlich? Ja, kann ich tatsächlich. Wo sind die anderen? Hier war doch noch irgendwo ein... Ah, da. Habe ich ja noch nicht mal einen verschwendet, geil. Ach so, die kann man wieder einsammeln. Ja, geil. Und jetzt? Verstehe es nicht so genau. Hätte ich die Tanks hier nicht zerstören sollen oder so? Leute, ich verstehe das nicht, wie ich hier weiterkomme. Ich denke gar nicht so einfach zu. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, anstatt dass ich hier noch ewig krepiere oder was weiß ich versuche. Hier ist ja noch eine Tür, ne? Ah. Moment. Hilfe!
Tja. Lol, wo kommt der Schuss her? Ah, du hast geschossen. Kann ich die Bolzen auch einsammeln, wenn sie in denen drinstecken oder so? Geht das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nämlich 7 Bolzen verschwendet. Das wäre ziemlich blöd. Also hier scheinen keine mehr zu sein. Bei einem habe ich doch irgendwie nebendurch geballert oder so. Ach, scheiß drauf. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Ich das auch so irgendwie hin. So, mal gucken, vielleicht komme ich hier irgendwie durch. Ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ach, du lebst noch. Als ob der noch immer lebt. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Egal. Ah, lol. Guckt euch das mal an. Der wurde von Mäusen...